Hallo, ich bin Lars Engelhardt, Erfinder und Gründer der Schleifboote. Und diese stelle ich euch dann vor. Mit den Schleifbooten adressieren wir vier Problemfelder. Feld Nummer 1 ist die Wasserverschmutzung. Selbst bei idealer Betankung gelangen im Betrieb konventioneller Boote Reststoffe, Schmierstoffe und Dieselreste ins Wasser. Und die gehören dort einfach nicht hin. Feld Nummer 2 ist die Luftverschmutzung. Rund 1 Milliarde Tonnen CO2 weltweit sind auf den globalen Schiffsverkehr zu führen. Und das ist einfach zu viel. Problem Nummer 3 ist der Lärm. Jeder, der schon mal Erholung gesucht hat am Wasser, wird festgestellt haben, dass konventionelle Boote sehr laut sind. Problem Nummer 4 sind die sozialen Probleme. Gerade kleine Dörfer, die nicht über einen eigenen Hafen verfügen, sind abgeschnitten von Fähranbindungen. Gerade die jüngere, aber auch die ältere Generation sind somit isoliert. Hier in der Region wird auch liebevoll von lebendigen Museumsdörfern gesprochen. Diese 4 Problemfelder werden wir mit den Schleifbooten lösen. Wie sehen die Schleifboote aus? Die Schleifboote sind etwa 12 Meter lang. Wir bauen Katamarane. Damit sind wir flachwassertauglich und sicher. Mit den Schleifbooten können wir problemlos 8 bis 12 Passagiere transportieren. Dazu können wir auch noch 6 weitere Einheiten mitnehmen. Darunter zählen wir Rollstühle, Fahrräder oder Kinderwagen. Bei reduzierter Personenanzahl können wir natürlich mehr Fahrräder oder Kinderwagen oder Rollstühle befördern. Wir haben die Boote konzipiert, um sie in 4 technologischen Stufen kontinuierlich ausbauen zu können. In Stufe 1 werden wir den vollelektrischen Antrieb vorstellen. In Stufe 2 die Reichweite durch Brennstoffzellen mit grünem Wasserstoff erweitern. In Stufe 3 einen teilautonomen Betrieb der digitalen Boote herstellen. Und in Stufe 4 den vollautonomen Betrieb der Boote entwickeln. Wir werden jetzt die Stufe 1 und 2 zusammenführen, weil das für den Einsatz hier auf der Schlei der sinnvollste Weg ist. Bei einem Blick auf die Schlei wird klar, dass idealerweise für einen Betrieb der Schleiboote mehrere möglichst kleine Anlieger sinnvoll erscheinen. Unser Konzept soll sich in euren Alltag integrieren. Das heißt, ihr wollt übersetzen, zum Beispiel von Fahrdorf an einen Punkt in Schleswig, ihr ruft mittels einer App ein Boot für diese Überführung. Wenn ihr dann am Anleger angekommen seid, wartet dort das Boot bereits auf euch und ihr könnt dann sicher auf die andere Seite gelangen. Mit eurem Fahrrad, das ihr unterwegs auch noch nachladen könnt bei weiteren Strecken, habt ihr natürlich eine ideale Anbindung neuer Verkehrskonzepte. Wir bieten euch damit dynamische Routen nach euren Bedürfnissen als öffentliches Verkehrsmittel. Ebenfalls ist angedacht, dass wir den Schülertransport mit anbieten werden. Wir haben hier die Möglichkeit, die Schulen, die direkt am Wasser sind, mit einzuladen. Der Tourismus, unsere Besucher, werden ebenfalls von den Schleifbooten profitieren. Das ist die erste Anbindung zwischen Schleswig und Heiterbuch, UNESCO-Weltkulturerbe, im Gespräch. Von dort werden wir die Verbindung kontinuierlich ausbauen und damit dieses vernetzte Mobilitätskonzept der gesamten Region zur Verfügung stellen. Auch Sightseeing-Touren auf dem Wasser, gebucht mittels App, sind angedacht. Da wir mit dem Fahrrad intermodalen Transport anbieten, könnten wir auch die Themenstrecken und Fahrradnetze miteinander verknüpfen. Wir sind seit Oktober 2019 mit unserem Konzept unterwegs in der Region und stellen diese vor. Und wir haben wirklich großartige Unterstützung erfahren. Sowohl aus Politik, den Tourismusverbänden, den Wirtschaftsverbänden. Wir haben tolle Technologiepartner gewinnen können und auch das Geschäftsmodell der Schleifboote erarbeiten. Wie ihr seht, haben wir auch mit den Schulen die jüngere Generation eingeladen, in den Zukunftstechnologien aktiv mitzuarbeiten. Es ist uns wichtig, dass wir den nächsten zukünftigen Generationen auch die Handwerkszeuge in die Hand geben und sie anleiten, die Probleme von morgen lösen zu können. Die Vision und das Leitbild der Schleifboote sieht Folgendes vor, nämlich die Transformation zu einer sauberen und nachhaltigen Mobilität
für ein starkes Wirtschaftswachstum durch grüne Innovation in einer lebenswerten Welt. Hier an der Schlein. Ich freue mich, von euch zu hören.